Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und Ehre, Ihnen die Schützenformationen der Stadt Weißenburg und des Stadtverbandes zur Schützensäche angetrieben melden zu können. Sehr gerne sind wir auch dieses Jahr wieder der Einladung gefolgt und unser Dank gebührt Ihnen, Herr Oberbürgermeister, und unserer Stadt Weißenburg. Ich wünsche uns allen eine schöne Schützensäche und ein paar angenehme Stunden. Ja, vielen Dank, Herr Raab. Liebe Mitglieder der Schützenvereine aus Weißenburg und Umgebung, herzlich willkommen zur Schützensäche 2015 hier bei uns auf dem Weißenburger Marktplatz. Ganz für Sie alleine, ohne Altstadtfest, beim besten Wetter. Ich denke, ideale Voraussetzungen und der große Zuschauerzuspruch zeigt ja, dass wir hier heute mit dieser Traditionsveranstaltung wieder einen Publikumsmagnet aufs Gleis gesetzt haben. Es freut mich, begrüßen zu dürfen die Böllerschützen aus Weimersheim, den Schützenverein Frost in Adelsheim, die Schützengesellschaft Bavaria Dettenheim mit dem Gauschützenmeister Werner Müller, den Schützenverein Germania Himmelsheim, die Zimmerschützengesellschaft Kehl, die Schützengesellschaft Arthur Suffersheim, den Schützenverein Diana Rothenstein, den Schützenverein Trommelsheim, die Schützengesellschaft Flüglingen-Weimersheim, die Winterlust aus Weißenburg und die HSG hier aus Weißenburg. Dann die Böllerschützen aus Weißenburg und als musikalische Umrahmung die Blaskapellen aus Dittenheim, Reitenbuch und Erringen. Traditionsgemäß hören wir nun den Tölzer Schützenmarsch unter Leitung des Dirigenten der Deutschordenskapelle Erringen, Herrn Philipp Sand. Herr Sand, weiten Sie Ihres Amtes.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird jetzt aufs Podium kommen der amtierende Gauss-Schutzmeister, Herr Werner Müller. Dann darf ich einladen hier aufs Podium die amtierenden Schützenmeister der Vereine und Gesellschaften in Begleitung ihrer amtierenden Schützenkönige und Königinnen und natürlich, last but not least, die Fahnen der Gesellschaften, die hier links und rechts vom Podium Aufstellung nehmen. Dankeschön. Allen Beteiligten den Dank aussprechen und wir kommen dann zum traditionellen Umdruck. Sie sehen auch Minderjährige auf der Bühne, die dürfen natürlich keinen Alkohol trinken, damit wir hier nicht ins Gerede kommen. Die tun das in diesem Sinne zum Wohle allerseits. Ich darf dann die Bühne wieder räumen lassen und ich komme dann zur Verlesung der Sieger des Stadtschießens 2015. Die Schützenmeister bitte auf der Bühne bleiben, die anderen darf ich bitten, sich wieder einzureihen. Die Ergebnisse des Stadtschießens 2015 verkünden zunächst die Einzelwertung. 10. Platz Jörg Pfahler, Germania Emmetsheim mit einem 127,5 Teiler. 9. Platz Reinhold Lauchs, HSG Weißenburg mit einem 115,1 Teiler. 8. Platz Andreas Weislein, Diana Rotenstein, 111,7 Teiler. 7. Platz Lisa Fürlein, Bavaria Dettenheim, 110,5 Teiler. 6. Platz Lena Dörnklein, Diana Rotenstein, 106,7 Teiler. 5. Platz Rebecca Schneid, Diana Rotenstein, 103,1 Teiler. 4. Platz Verena Holzinger, Diana Rotenstein, 88,6 Teiler. 3. Platz Stefan Riedel, HSG Weißenburg, 81,5 Teiler. 2. Platz Tina Grünwedel, Zimmerstutzengesellschaft Kehl, 80,7 Teiler. Und 1. Platz und damit Stadtschütze 2015, Marc Loy, Adler Suffersheim, mit einem sensationellen Ergebnis, 13,4 Teiler, das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf dann fortfahren mit der Mannschaftswertung. Hier belegte den 10. Platz die Schützengesellschaft Büchingen-Weimersheim mit 804 Ringen. 9. Platz Schützenverein Trommelsheim 849 Ringe. 8. Platz Winterlust-Weißenburg 859. 7. Adler Suffersheim ebenfalls 859. 6. Platz Zimmerstutzengesellschaft Kehl 868 Ringe. 5. Platz Groß in Adelsheim 897, 4. Platz Germania Emmetsheim ebenfalls mit 897 und die ersten drei sind nur drei Ringe auseinander, also ein Wimpernschlagfinale. 3. Platz HSG Weißenburg, der frühere Abonnementsieger, ist jetzt aber schon zum zweiten Mal abgelöst mit 918 Ringen. 2. Platz Bavaria Dettenheim 919 Ringe. Und 1. Platz, die Mannschaft von Diana Rotenstein mit 921 Ringen. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf die Mannschaft auf die Bühne bitten und hervorheben, dass die erste, die ich nenne, Rebecca Schneid, das Traumergebnis geschossen hat. 10 Schuss, 100 Ringe. Besser geht es bekanntlich nicht. Dann
Da man bekanntlich auf einem Bein schlecht stehen kann, werde ich jetzt mit den Siegern noch eine weitere Runde zu mir nehmen. Ich darf nochmal um Servieren bitten. Ich gebe Ihnen dann noch das Kommando wie üblich. Die Bayern-Hymne und ich darf Sie alle bitten, kräftig mitzusingen, damit der Marktplatz hier so richtig als Rassan, bitte. Darf ich wieder alle bitten, von der Bühne abzugehen und sich einzureihen. Ich werde dann mit Herrn Graf in der ASG in die Kabinetterkirche einmarschieren. Wir werden dort das Programm fortsetzen mit der Verleihung der Ehrenurkunden an die Sieger im Einzel- und in der Mannschaftswertung. Und ich darf alle geladenen Gäste bitten, sich dann mit mir in die Kabinetterkirche zu begeben. Und die Böllerschützen der ASG werden auch mit einem Reihensalut den Einmarsch begleiten. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Nutzen Sie das herrliche Wetter. Wer weiß, wenn es wieder regnet. Viel Spaß.